Ich hätte schwören können, dass wir den Topf einschmelzen müssen. Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Pokey. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, darum bin ich hier. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Ja. Ich stelle mich noch mal vor. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Noch einmal. Was denn? Noch einmal? Ja. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Meine Lieblingsfarbe ist Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ja. Ich verstehe. Verstehst du? Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Moment. Ich habe mir aufgeschrieben, rote Katze. Passt doch schon wieder nicht. Aber im Draugebecher haben wir grüner Hund gesagt. Das habe ich noch hier aufgeschrieben. Den Rest habe ich nicht mehr mitbekommen. Hä? Mein ganz ehrlich? Egal, mach es gleich nochmal sonst. Jetzt grün. So, so. Ja, so, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Was? Ist ja komisch. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Können wir jetzt Adrian therapieren? Oder müssen wir jetzt erstmal... Kann sein, dass wir dem immer noch nicht den Kleiderbügel gegeben haben? Doch, haben wir doch. Ah, der wollte ja tauschen, dann komischerweise, was ich gar nicht verstanden habe. Oh, ja, Achso, ich bin doch nur zu Besuch. Ich bin doch nur zu Besuch. Immer dies. Oh Mann. So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Oh mein Gott. Das habe ich wohl vermasselt. Nee, ich glaube, ich hätte nochmal... Ich hätte gerne nochmal einen Topf da reingemacht. Haben wir einen Topf da reingemacht? Weiß ich gar nicht. Haben wir es probiert? So. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Noch einen. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das ist doch doof. Sag das dem Kon... Ja. Hey, Alu. Hallo. Nein. Sag das dem Kontrolleur. Vielleicht können wir mit dem Generalschlüssel... Also, ich weiß nicht, haben wir noch irgendeine Tür? Lass mich überlegen. Ich muss es mal mit dem Topf probieren. Ohne Scheiß. Das hätte ich schwören können, dass das klappen muss. Hallo, du Arschloch. Hallo da drüben. Deine Mutter stinkt nach Kaga. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Nee, wir müssen eins weiter. Und los geht's. Ah, da ist doch auch ein Kleidungsbügel dran. Verarscht ihr mich? Ach, der hat die Eins. Hallo, ich da bin drüben. So ein Kack-Mongo. Oh, ich bin so ein Scheiß-Mongo.
Wie zum Geier hat der die Nummer 1 bitte? Kann doch gar nicht klappen dann. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh. Trotzdem möchte ich das mit dem Top nochmal probieren. Ein Toppi-Star, ein Toppi-Star. Ich glaube, wenn ich heute noch Monkey Island spielen müsste, ich hätte keine Ahnung mehr. Ich würde so schlecht spielen. Können wir den Topf A auch so einfach da reintun? Das wäre auch Schwachsinn. Der Topf hat die richtige Größe für den Ofen. Aber etwas fehlt. Die ist schon fertig gebacken. Da sollte eher etwas rein, das schnell fest wird. Der Händedruck eines... Haben wir schon gehört? Plüschhasen, ja, ja. Topf. Ha. Müssen wir vielleicht... Ich hab da keine Ahnung. Nee, es soll ja auch ein goldener Schlüssel sein, wa? Oh, Mann. Also wir gehen. Und sie bewegt sich so langsam. Ich hasse es. Ich trinke hier nochmal einen Schluck. Moment. So. Ein Schluck. Warte, ich klicke hier noch kurz. Das lädt ja wieder so ewig. So. Adrian ist sowieso auf der anderen Seite. War, dann können wir den doch mal therapieren. Also ein bisschen Stress mit meinen jetzt. Mann, ist doch scheißegal, wer wir sind. Ja. Komm, sexy Drogebücher, lass mich durch. Ah, lalalala. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Naja, eigentlich nicht. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Sicher? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Naja... Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Naja, der Hund? Oder seine Katze? Grün. Ha! Weit gefehlt! Als wievielter... Ja, das kennen wir. Als... Ha! Und... Einen Grund... Dann doch die rote Katze. Welche... Naja... Dann... Rot. Rot. Wow. Du hast recht. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so... Schlecht. Scheiße. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja... Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meine Kontrolle unterliegen.
Genau. Genau. Hey. Danke. Danke. Bitte. Du hast mir sehr geholfen. Ja, dann will ich ja es nochmal versuchen, oder? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm. Oder zwei. Kopf. Kopf. Zahl. Ach, deine Mutter. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Warum verliere ich eigentlich? Ach, ja, dann. Ich auf es gewicht hat und mein All. Ich dann was genau, aber. Bla bla bla. Ich möchte jetzt nochmal spielen gegen dich. Ich will es noch. So, Kopf. Ja. Kopf. Kopf. Ach, deine Mutter. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Wir brauchen irgendwie noch den anderen Kleiderbügel, irgendwie. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Können wir den anderen nicht einfach mal... Nicht? Ihr wisst schon. Ich würde gerne mal von ihm nicht hier den... Ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Wie außerhalb der Reichweite? Da kommt der nächste Ausgang. Das? Nein, noch nicht. Ach man, Edna, und bist du dumm. Auf einmal kommt der nächste Ausgang. Weißt du, sonst fahren wir 2 Stunden. Tauschen? Da kommt der nächste Ausgang. Ey, deine Mutter hat den nächsten Ausgang. Warte, warte. Edna. Ey. Edna? Ey, Madame. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt deine Mutter. Ja, glaube ich jetzt nicht. Auf einmal hat sie das Inventar nicht mehr geöffnet, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Knifflig. Den Kleiderbügel zu benutzen, während ich daran hänge. Oh. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, deine Mama. Lass mich mal überlegen. Also, was haben wir im Inventar? Mit dem Poloschläger. Polo? Pogo? Polo. Pogo. Ah, er ist doch nur ein scheiß Kleidungsstück. Ich meine jetzt mit Ketchup voll, ist mir egal. Und los geht's! Ja, yeah, und Senf. Ich habe ihn genug geärgert. Reicht es? Sehr schön. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang, Mama. Bitte lass dich fallen, bitte lass dich fallen, bitte lass dich fallen. Okay. Bist du durstig? Nö. Da kommt der nächste Ausgang. Ich werd auch nicht schlau. Wo ist denn Herr Mantel hin? Wo ist denn der nächste Ausgang? Guck mal, wie Harvey da hängt, das ist voll süß irgendwie. Da kommt der nächste Ausgang. Ich denke, wenn wir jetzt noch einmal fahren, Los geht's. Sollte es passen.